Jo, moin Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie gut ist das Handyspiel und zu mit der App Home Restoration. Ich habe gerade leicht verkackt mit der Aufnahme, das heißt, wir haben zuerst den Boden, der war schmutzig, erstmal sauber gemacht und jetzt sind wir hier einmal dran, ne? Und polieren gerade den Boden wieder. Sehr schön. Und ich bin mal gespannt. Also wir könnten an sich, ich mache mal alles komplett, muss ja schön aussehen. Ja? Bis zum Strich müssen wir wohl machen. Ob wir mehr Punkte bekommen, mehr Geld bekommen, ist natürlich eine gute Frage. Das weiß ich nicht so genau. Guck mal hier auf Plus, was können wir denn hier machen? Machen wir luxuriös, ne? Oder, achso, wir müssen aber Werbung gucken. Ah, Werbung gucken will ich dafür jetzt nicht. So, Next Offer. Gucken wir mal. Accept. No thanks. Achso, wir haben das jetzt schön gemacht und bekommen dann Anfrage. Achso. Wir haben jetzt 3000 und können dann so gesagt damit anfangen. So, was müssen wir denn hier machen? Wir haben einmal Staubsauger. Das heißt, wir machen jetzt einmal einen Staubsauger komplett. Ach, Staubsauger sage ich schon. Wir haben hier irgendeinen Schwamm, glaube ich. Und müssen den Kühlschrank sauber machen. So heißt das richtig. Meine Güte. So, wir können jetzt an sich weitermachen. Aber wie gesagt, wenn schon, dann machen wir einmal alles komplett sauber hier, wenn wir schon dabei sind. So. Nächste, dann haben wir den Kühlschrank fertig. Und dann mal schauen. Aussehen. Ah ja. Wir können hier mal auf Plus drücken. Und können dann was dazu kaufen. Oder free für Werbung. Und was haben wir hier? Ja, komm, machen wir mal so. Alles klar. Haben wir komplett das Haus schon mal fertig. Und wir können jetzt für 4,21 oder 4,78. Ja, komm, akzeptieren wir mal. Und nee, Profit möchte ich nicht machen. Ich möchte No Thanks. Da müssen wir wieder Werbung schauen. Fangen wir direkt mit dem nächsten an. Und zwar für 3000. So, was müssen wir machen? Oh, wir müssen ja meine Wand reparieren. Einmal voll mit... Wie heißt denn das Teil? Schaumstoff? Nee, Schaumstoff ist das ja nicht, ne? Wie heißt denn das? Das ist eine gute Frage. Wir machen aber einmal vollkommen fertig, weil ich habe das Gefühl, wir bekommen dafür dann mehr Geld. Je mehr wir fertig machen, umso besser ist es. So. Sehr schön. Auf jeden Fall die nächste Werbung. So, jetzt dürfen wir alles einmal zukleistern oder das gerade machen. Großartig, machen wir mal alles gerade hier. So wie es halt sein soll, ne? Da haben wir was vergessen. So, perfekt. Und jetzt können wir das eigentlich anstreichen, ne? Auch. Da müssen wir aber ein paar Mal öfters rübergehen, ne? Damit das alles so... Ich weiß nicht so genau, ob es beim echten Streifen genauso ist. Aber dass wir so einfach in den Boden reingehen, das ist auf jeden Fall nicht so. Wir machen natürlich alles hier schön. Denn... Wir wollen ja auch nicht etwas hinterlassen. Stell dir vor, da will man die Wohnung kaufen. Und dann haben wir da einfach nur mittendrin auch noch blaue Flecken. Wie soll denn das bitte aussehen? Und auf jeden Fall warten wir schon mal wieder die nächste Werbung. So, was können wir hier machen? Wir können hier... kaufen wir alles wieder Standard hier, ne? So wie immer. Checker. House complete. Vielen Dank dafür. 6,2. Next Offer. 5,64. Best Offer. Also das ist für Werbung wieder. Okay, dann machen wir Accept. Okay, also wie gesagt, wie ich das gesagt habe, wir können uns zwischen drei Sachen entscheiden und nur einmal rübergehen. Dass er oder für Werbung halt den besten kaufen, nochmal nachträglich. Okay, das muss man natürlich wieder im Hinterkopf behalten, ne? Das ist ganz wichtig. Entweder wir nehmen das erste oder halt irgendein anderes. So, einmal schnell kurz den Sessel oder Sofa hier fertig machen, sauber machen. So, da haben wir den hier hinten auch fertig. Jetzt nochmal die Seite. So, haben wir den, fast. Machen wir hier nochmal alles so ein bisschen. So. Perfekt, dann haben wir das schon mal fertig. Enjoy Retrovation, no interest da drinne. Ah, das ist ein Sofa. Ne, Sessel. Das ist ein Sessel, das andere war ein Sofa. Manchmal sehr verwirrend mit den Sachen. Was ist? Haben wir nochmal hier kurz, da drinne haben wir auch noch was. Haben wir da noch was? Ja, hier drinne. Komm, hier noch ein bisschen. So, perfekt. Ah, diese paar Flecken lassen wir mal drinne. Was können wir hier machen? Ein Tisch. Das für 200 und nochmal für 200. Machen wir das mal so. Das günstigste war, wer auch aktuell nicht so viel Geld haben. 8,3. Und ich mache für 8,2, ganz ehrlich, bevor wir da irgendwie, bevor ich da verkacke. Und dann im Endeffekt sogar noch weiter ins Minus gehe, traue ich mir nicht zu. So, Problem haben wir jetzt natürlich. Das kostet 8000, sondern also wir können uns nicht so viele Sachen nochmal nachträglich kaufen. Weil wir nicht so viel Geld haben. So, jetzt schreien oder jetzt machen wir das. Boden immer weg, das haben wir im ersten Level am Anfang auch direkt gemacht. Und wieder so viel Werbung, das ist dann nicht mehr witzig, jetzt mal wirklich. Das ist wieder viel zu viel Werbung. Nach gefühlt jedem Level immer einmal Werbung? Ah.
Also bin ich jetzt auf jeden Fall nicht so begeistert von. So, das kommt einmal hier eben weg, 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 weg. So. Was können wir denn jetzt machen? Wir können... Ah, das müssen wir auch nochmal sauber machen, ne? Okay, mal was Neues wieder. Machen wir das ja einmal kurz, einmal nochmal mit Schaum einsprühen. Kompletti. So. Und dann wieder wegmachen, ne? Wegputschen, genau. Wegputschen vor allem. Oh Gott, also ich muss sagen, ich komme mir gerade gar nicht klar, irgendwie wegzuputzen. Na, mache ich das so richtig? Na, ich weiß nicht. Komm schon, da fehlt doch noch irgendwie alles. Da ist so viele weiße Flecken noch oder voller Schaum. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen. Und hier oben nochmal ein bisschen. Jo. Perfekt. Das ist doch nicht mehr witzig, dass wir nach gefühlt jeder Mission oder irgendwie eine Werbung bekommen. So, dann haben wir die Küche auch mal fertig. Wie viel bekommen wir jetzt dafür? 10.400, 10.300 und 10, ja gut. Werbung, na, will ich wieder nicht schauen, nein. Zack, dann haben wir 10.036 bekommen. Need Cash. Wir können... Achso, wir können pro Stunde immer ein bisschen 6.000 Euro bekommen. Okay, so haben wir uns gerettet und dann können damit hier weitermachen. Dann schaue ich mal, was hier passiert. Auf jeden Fall wieder den Sofa oder das Sofa weiterputzen. Ja, machen wir mal hier ganz kurz hier eben. Machen wir die eine Straße fertig und gucken dann, was passiert. Das interessiert mich nämlich. So, nochmal hier oben ein bisschen. Ja, hier haben wir nochmal ein bisschen was. So. Ach, dieser kleine Klecks lasse ich mal da stehen. Dann haben wir nochmal... Natürlich wieder Werbung. Ich sag's, wir haben wieder viel zu viel Werbung hier drin. Solche Spiele hasse ich, die einfach das ausnutzen und so viel Werbung reinknallen. Hauptsache Profit machen. Man kann hier schon diese Dollar kaufen für echt Geld und nochmal diese Werbung dazu. Ey, das ist nicht mal witzig. Aber warten wir zum Fazit ab. Ah, komm, lass ich wieder drin in diesen Boden. So, polieren wir das eben nochmal hier komplett einmal. Und dann guck ich mal, wie viel Geld ich bekomme. So. Perfekt. Können wir hier wieder was reinstellen, ne? Sogar drei Sachen. Ein Sofa, ein Tisch und ein Fernseher. Perfekt. 17.014, 17.015 akzeptiere ich mal, bevor wir da wieder ins Minus reingehen. Vielleicht hätten wir auch nochmal ein bisschen Plus gemacht. Ich weiß es nicht, aber riskieren möchte ich ungern was. So, jetzt brauchen wir 20.008 für Need Cash. Ey, das ist doch schwachsinnig. Das ist doch schwachsinnig. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir eben zum Fazit. Ich muss sagen, was gerade passiert, ist unverschämt. Es ist ja nicht so, dass wir nach jedem Level oder nach jeder Aufgabe Werbung bekommen. Nein, man muss sogar entweder Werbung anschauen, um Geld zu bekommen. Und was ist das denn? Ja doch, wir bekommen 30.000 Dollar für 299 und bekommen keine Werbung mehr. Ey, das ist doch wirklich schwachsinnig. Plus mal, ihr braucht mehr Geld, was soll ich denn machen? Ich kann keine Level wiederholen. Ich brauche Cash. Und muss jetzt entweder Claim Now für Werbung wieder schauen. Oder 6.000... Ja, eine Stunde warten für 6.000 Euro. Also das ist wirklich unverschämt, muss ich sagen. Ja, mein Fazit an sich macht das Spiel Spaß. Aber durch diese Voraussetzungen kann ich das Spiel euch nicht empfehlen. Überhaupt nicht. Das ist doch unverschämt, dass das Spiel in den Trends ist auf Platz, ja, ich glaube 5 oder so, ne? Nein. Aber wie gesagt, empfehle ich euch nicht. Klar, es macht am Anfang Spaß. Es kommen vielleicht bestimmt noch neue Aufgaben dazu. Aber unter den Voraussetzungen, die das Spiel macht, auf keinen Fall. Ja, und damit würde ich sagen, war's auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann leider da einen Daumen nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.